alles, was wir geplant hatten, war plötzlich nichtig. Und das war schon ein großes Ereignis und eine wahnsinnige Herausforderung. Emotional eine völlige Achterbahnfahrt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Statement TV. Aufgrund der großen Corona-Krise, aufgrund der Corona-Pandemie, diesmal per Video-Interview, wie auch einige andere Video-Interviews, die nicht stattfinden werden, die wir veröffentlicht werden. Heute zu Gast der Geschäftsführer der Bielefeld Marketing GmbH, Martin Knabenreich, der uns hoffentlich Rede und Antwort stehen wird zu einigen Themen, die diese Krise betreffen, aber auch zu anderen Themen, wie das Arbeiten im Homeoffice ist, was es für positive Auswirkungen vielleicht gibt und Erfahrungen gibt und was es allgemein Neues bei der Bielefeld Marketing GmbH gibt. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Hallo, Herr Knabenreich. Hallo, Herr Serakopf. Schön. Wie geht's Ihnen? Erstmal die wichtigste Frage. Alles gesund, hoffe ich. Ja, absolut. Also persönlich bestens durchgekommen, ohne Ansteckung, hoffe ich jedenfalls. Und auch noch zuversichtlich, auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Zuversichtlich ist, glaube ich, in diesen Tagen ein sehr gutes Stichwort. Wie haben Sie die Krise und die damit verbundenen Einschränkungen, als Sie denn dann vor ungefähr 6 Wochen aufgetreten sind, wahrgenommen? Und wie haben Sie es auch gehandelt, sowohl privat als auch beruflich? Also das war eine wahnsinnige Zäsur, muss ich sagen. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich hätte noch Wochen vorher gedacht, sowas kann es eigentlich gar nicht geben. Das ist so ein epochales Ergebnis, Erlebnis, was, glaube ich, Generationen vor uns schon hatten, aber wir noch nie erlebt haben, dass plötzlich alles stillsteht und alles, was bis dahin galt, nicht mehr gilt. Ob das unsere Verhaltensformen sind, unsere privaten Planungen. Also wir hatten noch ein paar private Feste. Meine Tochter wurde 18, eine Woche nachdem Corona anfing oder all diese Dinge. Auch private Feiern und eben vor allem das Wirtschaftliche. Alles, was wir geplant hatten, war plötzlich nichtig. Und das war schon ein großes Ereignis und eine wahnsinnige Herausforderung. Emotional eine völlige Achterbahnfahrt, weil danach kam ja die Phase, wo man dann gesagt hat, gut, wir halten zusammen, gemeinsam schaffen wir es. Und spannend ist natürlich auch die Phase jetzt der Lockerung. Vollkommen. Bevor wir über die Lockerung sprechen, möchte ich einmal über den Beginn der Phase, als halt das Gegenteil der Lockerung eingetreten ist. Wie haben Sie es denn bezogen auf den Arbeitsbereich, auf das tägliche Leben in der Arbeit, in der Bielefeld Marketing GmbH, wie haben Sie es umgesetzt? Gab es da erst Gespräche mit Mitarbeitern, so von wegen, wir nehmen alle mit ins Boot und besprechen, wie machen wir es? Oder haben Sie eher von oben herunter delegiert, was auch wieder eine Frage des Führungsstils ist? Wie haben Sie da die Maßnahmen, die Maßnahmen versucht zu managen, umzusetzen? Also das beides schließt sich nicht aus. Wir haben sehr schnell uns mit allen zusammengesetzt, gesagt, wie schätzt ihr das ein? Weil in der Situation war Schwarmintelligenz ein ganz wichtiger Punkt. Und eben nicht von vornherein zu sagen, ich weiß es besser, sondern wie seht ihr das? Wie befürchtet ihr das? Dann innerhalb kürzester Zeit die Voraussetzungen zu schaffen. Die waren nämlich eigentlich gar nicht da, dass die Mitarbeiter von zu Hause im Homeoffice auf ihre Datenbanken zugreifen können. Das ging alles innerhalb kürzester Zeit. Und dann natürlich in der Krise, dann muss man auch ganz klar sagen, so, wir haben diskutiert und jetzt wird entschieden. Und die Entscheidung war ganz klar. Wir vergessen jetzt mal Dienstpläne, wir vergessen die klassischen Arbeitszeiten. Wir gehen nach Hause, wir ruckeln uns zusammen. Und tatsächlich war natürlich erstmal eine Woche Krisenmanagement. Wer meldet sich wie? Wie beruhigen wir auch Partner, die bei uns anriefen und auch viele Sorgen hatten? Und dann so in der zweiten Woche haben wir eigentlich doch einen Alltag etabliert. Alle 2 Tage Videokonferenzen und da relativ schnell so einen Alltag hinbekommen. Also es braucht beides, Mitarbeiter mitnehmen, auf jeden Fall, aber auf der anderen Seite natürlich im Zweifelsfall auch eine Entscheidung vorgeben. Vollkommen. Das Spannende ist, dazu noch in einhergehend, Sie haben eben die Thematik angesprochen, auf Datenbanken zugreifen oder vielleicht Software- oder Hardware-Probleme in Anführungsstrichen. War Ihnen das vorher bewusst, dass dieser Fall eintreten kann oder ist halt dementsprechend diese Themen erst aufgeploppt, als es dann soweit war? Und wenn ja, wie haben Sie es denn so schnell lösen können? Also tatsächlich muss man sagen, haben wir damit nicht gerechnet. Das wäre jetzt Quatsch, wenn ich sagen würde, mit sowas haben wir immer gerechnet. Spannend ist auch, wir rechnen zwar mit Krisen. Wir haben mit Krisen immer gerechnet, aber wir haben an ganz andere Krisen gedacht, nicht an die. Wir haben daran gedacht, was passiert, wenn
infolge von Unwetter oder irgendwelchen anderen Dingen plötzlich eine Großveranstaltung ausfällt. Da muss man sagen, ist das Schadensereignis ja dann nur kurz. Da hat man dann eben mal einen Tag, ein Wochenende ein Problem. Es kann ja auch, wir haben die Diskussion ja auch im Zusammenhang mit Gefährdungen, terroristischen Anschlägen und Ähnlichem. Nur da ist sozusagen die Gefahr nach wenigen Stunden, Minuten, vielleicht einen Tag vorbei. Und dann geht es darum, wie man zur Normalität zurückkommt. Hier waren wir ja in einer Situation, wo wir bis heute ja gar nicht genau wissen, wie es weitergeht, wo es sehr, sehr langanhaltend war und wo es nicht ums Überbrücken ging, sondern wie man von quasi heute auf gleich einen völlig neuen Arbeitsmodus schafft. Also wir waren nicht vorbereitet, aber wir haben Partner gehabt, auch im EDV-Bereich, die sofort Gewehr bei Fuß standen. Und dann ging das relativ schnell. Also da war ich ganz begeistert, wie flexibel erstens Partner sein können und zweitens auch die eigenen Mitarbeiter. Also vorher haben Einführungen von digitalen Arbeitsweisen immer viele Diskussionen mit sich gebracht. Da gibt es die Befürworter, da gibt es die Gegner, da gibt es die, die vorangehen und die, die bremsen. Aber gerade jetzt, da war Corona tatsächlich auch ein Beschleuniger. Das muss ich ehrlich gestehen, auch als PR- und Digitalagentur, wie wir es sind, ja, auch bei uns hat sich natürlich einiges geändert, aber auch im Digitalen, wo wir dachten, wir sind vielleicht schon ein, zwei Schrittchen voraus zu anderen, im Gegensatz zu anderen Firmen und Unternehmen, aber nee, wir haben auch einiges dazugelernt. Also seien Sie beruhigt, es geht nicht nur in der Bielefeld-Marketing so, ich glaube, wir sind vielen, vielen Unternehmen in Ostwestfalen und auf der ganzen Welt, die halt die ähnlichen Baustellen hatten oder ähnliche Probleme. Ähnliche Probleme ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Wie gehen denn Ihre Partner damit um? Es gab ja wahrscheinlich auch viele Fragen, wie geht es weiter? Ich meine, die Bielefeld Marketing, die macht ja ein hervorragendes Stadt- und auch Regionalmarketing, die hat Partner, mit denen sie regelmäßig zusammenarbeitet und dann hat man natürlich, was weiß ich, Termine, die halt nicht mehr so stattfinden können, sondern eher per Videokonferenz. Man hat Netzwerkabende und so weiter und so fort. Was war das für ein Umbruch für Sie und Ihr Team? War das was mit viel Aufwand verbunden? Also zum einen, was die Partner betrifft, war alles da von Verständnis bis Panik. Mhm. Denn es gibt ja auch Firmenpartner, die von uns wirklich auch abhängig sind, technische Dienstleister. Wenn man denen sagt, in den nächsten 3 Monaten gibt es keine Großveranstaltung mehr, dann stehen die über Nacht plötzlich ohne Aufträge da. Ja. Und das gilt auch für Schausteller, für Gastronomen. Also da war schiere Panik, sehr viel Emotionalität. Da weinten Menschen am Telefon und hatten Angst um ihre Existenz. Das war die eine Seite und quasi im Moment später war für uns die Frage eigentlich, was machen wir jetzt? In der Vergangenheit ging es darum, die Stadt attraktiv zu machen, Menschen in die Stadt zu holen, Menschen zusammenzubringen. All das zählte ja überhaupt nicht mehr. Jetzt ging es ja darum, dass eben gerade keiner in die Stadt kommt. Und wir mussten umswitchen zu so einer Art Image-Kampagne. Dieses gemeinsam schaffen wir es und bleibt zu Hause. Wer zu Hause bleibt, hilft. Das heißt, wir haben plötzlich ganz klar in der Kommunikation auf Emotionalität geschaltet. Vorher haben wir noch gesagt, Nachtansichten, Leinewebermarkt, kommt in die Stadt. Und auf einmal hieß es, kommt nicht in die Stadt, aber haltet zusammen, haltet durch. Und dann in der nächsten Folge war die Frage, wie helfen wir den Menschen, sich doch zu beschäftigen? Können wir ihnen Wandertipps geben, entlang, also quasi irgendwo, wo eben nicht viele Menschen sind? Wir haben zum Teil sogar über Internet eine eigene Internetseite aufgebaut und den Kindern Ausmalbilder sozusagen mit Bielefelder Wahrzeichen angeboten, weil klar war, dass die gesamte Gesellschaft von heute auf morgen sich völlig anders verhält und ganz andere Bedarfe hat. Also von daher war das ja intern auch so eine ganz kleine Revolution, ein Umbruch. Ich möchte mal auf das Externe sehen. Ich sprach immer an Schausteller und den Leinewebermarkt. Ich glaube, das war doch wirklich eine, gerade für Sie und Ihr Team, glaube ich, eine Mammutaufgabe, wie man so schön sagt, die vielen Gespräche mit den Leuten zu führen, die ja seit Jahren vielleicht Stammgäste oder Stammschausteller sind und dort dementsprechend ihre Geschäfte betreiben. Das, glaube ich, geht sehr emotional sehr nah. Wie beruhigt man die? Was sind das für Gespräche? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, also im Grunde muss man ehrlicherweise in solchen Momenten gnadenlos ehrlich sein. Also sich hinzustellen und zu sagen, alles wird gut, wäre eine platte Lüge. Und dazu sind das einfach Profis und die durchschauen das. Was sie von uns erwarten dürfen, ist eine ganz große Ehrlichkeit. Und die Ehrlichkeit im ersten Moment war, wir wissen es nicht. Wir haben zum Beispiel die Absage des Leinewebermarktes lange herausgezögert, weil ganz am Anfang ging es ja nur um 1, 2, 3 Wochen. Keiner wusste, was kommt. Dann war es letztendlich auch so, dass nicht mal wir das entscheiden, sondern wir hängen da an Entscheidungen des Landes und natürlich der Stadt, der Ämter, der Gesundheitsämter. Und nicht wir sagen das ab, ist übrigens juristisch auch ganz wichtig, weil der absagt, am Ende vielleicht auch derjenige ist, der dann die Schadensersatzklagen kriegt.
Und das hätte ja unsere Arbeit zusätzlich, wir sind eine GmbH, zusätzlich ja auch belastet. Von daher, ja, wir konnten insofern trösten, dass wir gesagt haben, wir wollen mit Ihnen künftig zusammenarbeiten. Leineweber-Markt 2021, wir haben ein Datum kommuniziert. Wir haben gesagt, hey, wir wollen mit euch dann zusammen sein. Wir wollen mit euch Weihnachtsmarkt zusammen feiern, alles, was kommt. Aber ehrlich gesagt, viel war nicht möglich. Dem einen oder anderen konnten wir sozusagen schon auch schriftlich bestätigen, dass wir gern mit ihm zusammenarbeiten, damit er mit diesem Schriftsatz dann auch zu einer Bank gehen kann und sagen kann, hallo, ich bin seriöser Partner, ich bin solvent und das hilft vielleicht auch bei Krediten. Also da haben wir, wo wir konnten, auch gerne guten Partnern bestätigt, dass sie gute Partner sind. Das ist toll zu hören. Gleichzeitig, wie ist das denn, wie muss ich mir denn die Termingestaltung vorstellen, gerade unter diesen nicht planbaren Umständen? Also Beispiel bei uns, wir haben genug, glücklicherweise genug dauerhafte Aufträge und Kunden, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten. Aber was die Neukundenakquise betrifft, auch bei uns im Segment, die sagen alle, ja Malte, schön, dass du anrufst, melde dich bitte nach Corona. Und somit mussten wir halt auch Veranstaltungen verschieben. Wir konnten Angebote, die ja schon in der finalen Phase waren, der Besprechung, wir konnten dort kein Ergebnis erzielen. Wie ist denn bei Ihnen mit dieser Unplanbarkeit? Klar, den Leineweber-Markt natürlich auf nächstes Jahr verlegt, als Beispiel, wo wir das eben hatten, mit einem konkreten Datum. Aber wie muss ich mir denn zum Beispiel die Vorbereitung für den Weinmarkt oder auch für den Weihnachtsmarkt vorstellen? Ich meine, wir sind ja Events im September respektive Dezember. Wir sollten oder wir hoffen natürlich alle, dass wir dann diese Ausgangssperre, diesen Lockdown nicht mehr haben. Aber was ist für den Fall, wenn doch oder in einer anderen Form? Ja, also tatsächlich ist es natürlich immer eine Sache, wo wir alle in völliger Unwissenheit arbeiten. Das kann man den Leuten auch nur so sagen. Also beispielsweise sind wir jetzt gerade dabei, auch die Verträge für den Weihnachtsmarkt mit den Schaustellern und Gastronomen jetzt zu versenden. Aber das steht natürlich immer drunter, wenn höhere Gewalt ist, das ist wie bei Reisebuchungen auch, dann kann natürlich alles Mögliche passieren. Das hängt auch immer, wie gesagt, sehr von den Geschäftsbereichen ab. Bei Großveranstaltungen müssen wir ehrlicherweise sagen, ist eben vor Ende August keine Möglichkeit da. Und vielleicht auch danach nicht. Das ist ja frühestens Ende August. Und was ist mit dem Run-and-Roll-Day danach? Dazu müssten sich ja die Läufer jetzt schon anmelden. Tun die das jetzt eigentlich oder tun sie das nicht? Der Weinmarkt fängt auch relativ schnell danach an. Also das heißt, wir beobachten das, wir reden mit allen, aber das ist eine Phase, wo wir von Tag zu Tag neu entscheiden. Andere Geschäftsbereiche wiederum laufen relativ normal durch. Wir planen ja gerade mit Hochdruck den Umbau der Wissenswerkstatt. Und da sind jetzt die Detailpläne erarbeitet worden. Da wurden alle Termine eingehalten. Aus diesen Sitzungen, die jede Woche hätten stattfinden sollen, physisch, wurden jetzt eben wöchentliche Sitzungen mit Skype und Zoom oder GoTo. Also von daher, in manchen Geschäftsbereichen hat sich gar nichts geändert und in anderen Geschäftsbereichen hat sich alles geändert. Und beispielsweise, wir haben ja auch die Touristinformationen schließen müssen, weil zum einen wir natürlich auch Kosten sparen müssen. Wir sind eine GmbH. Wir haben Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und in der Touristinformation gab es nichts mehr zu verkaufen. Keine Eintrittskarten für Kulturveranstaltungen, keine Stadtführungen, keine touristischen Angebote. Und nur vom Verkauf von irgendwelchen Souvenirs und Kaffeetassen können wir das natürlich auch nicht bezahlen. Und von daher haben wir das ausgesetzt, sind da natürlich zuversichtlich, dass wir bald wieder zur Normalität zurückkommen, ganz klar. Wie haben denn Ihre Mitarbeiter diese Entscheidung wahrgenommen? Thema Kurzarbeit, ich meine, das sind auch Sie nicht das einzige Unternehmen, gerade in Deutschland natürlich, was das Thema Kurzarbeit betrifft. War das eher das Verständnis, weil es halt höhere Gewalt ist, diese Corona-Krise, oder war es so, Mensch, ist jetzt ja ärgerlich, weil ich muss mich ja auch um mein Leben und gerade um die finanzielle Sortierung des Lebens kümmern. Wie war das bei Ihnen? Das war ausgesprochen gut, weil dazu muss ich sagen, wir haben zwar Kurzarbeit, aber wir stocken auf. Das heißt, an der Stelle sind die meisten Mitarbeiter eigentlich wirtschaftlich gar nicht schlechter aufgestellt und haben ganz im Gegenteil eher positiv gesehen, dass die sich um Kinderbetreuung kümmern mussten, das sind ja bei uns einige, es auch einfach konnten. Und auf der anderen Seite waren wir immer ehrlich und haben gesagt, wir machen das gemeinsam, um gemeinsam durch die Krise zu kommen. Und wenn Kurzarbeit läuft und auch Gehaltsverzicht da ist, dann macht das auch der Geschäftsführer. Das machen nicht nur alle Mitarbeiter, sondern alle.
Und da haben wir eher ein ganz großes Verständnis, Zusammengehörigkeitsgefühl. Denn man muss ganz ehrlich sagen, wer im Stadtmarketing arbeitet, bei einer Bielefeld Marketing, der macht das nicht nur für Geld, das sicher auch, aber der ist auch ein bisschen Überzeugungstäter. Und der weiß auch, dass wir zwar in der Krise vielleicht nicht systemrelevant sind, aber nach der Krise sind wir die, die dafür sorgen, dass wieder Leben in die Stadt kommt. Und dann wird man uns brauchen, das merken wir jetzt schon. Das nimmt jetzt so mit der Phase der Lockerung wieder zu, wo alle gucken, was können wir tun, um wieder Normalität einkehren zu lassen. Und das haben die Mitarbeiter mitbekommen. Deshalb haben die da ganz super zusammengestanden. Tun sie immer noch. Und ist das nicht ein oder wie muss ich das vorstellen, ist das ein tolles Gefühl, wenn man dieses Gebrauchtwerden weiß, dass es, wenn es dann wieder losgeht, wie Sie es gerade angesprochen haben, dann sind wir einige derjenigen, die halt als erstes gefragt sind, um halt das Leben in der Stadt wieder anzukurbeln. Ist es nicht auch ein schönes Gefühl, gerade im Rahmen der Krise, wo es halt man auch vielleicht nicht mit immer ganz perfekter und guter Laune morgens aufsteht, weil halt die Tage unplanbar sind und komisch sind und anders sind, als die Gewohnheit es macht, sondern ist es nicht dann dementsprechend auch ein schöner Ausgleich und ein schöner Gegenwert, einfach ein gutes Gefühl zu haben, Mensch, wir sind ein schönes Team, wir werden benötigt. Erzählen Sie mir kurz aus Ihrer Gefühlslage von Ihnen oder des Teams. Also vielleicht grundsätzlich ist das, glaube ich, die DNA unseres Unternehmens, dass die Leute, die hier arbeiten, wissen, dass sie ein Stück weit auf der Sonnenseite arbeiten. Wir sind eben für die schönen Feste da, wir stellen die Stadt positiv dar, wir haben viel Freude, aber müssen am Wochenende, wenn dann alle Party machen, sind wir die, die arbeiten, wir sind die, die dann die Tische wegräumen, wenn alle weg sind. Aber ja, wir machen das aus großer Überzeugung. In der Corona-Phase allerdings hat uns das ganze Thema natürlich auch ein bisschen Demut gelehrt, denn wir haben festgestellt, dass wir in der Krise für ganz kurze Zeit eben auch mal nicht systemrelevant sind, sondern erst für die Phase, wo es wieder losgeht. Und wir haben halt gemerkt, man neigt ja schnell dazu, dass man das, was man so tut, für besonders wichtig erachtet. Und das sehen wir immer noch so, aber nicht immer. Also es gibt Phasen, wo man einfach sagen muss, in einer Krise, da übernimmt dann eben Verwaltung. Das ist wichtig, dass wir in Deutschland ein wirklich gutes Verwaltungswesen haben, dass wir Politiker haben, egal welcher Partei, die Verantwortung übernehmen, Behörden, die funktionieren, was, wenn man so sich weltweit umguckt, ja keine Selbstverständlichkeit ist, sondern eher die Ausnahme. Und dann kann man sich freuen, dass man in Deutschland wohnt, wo die richtigen Maßnahmen getroffen werden. Und da sind wir dann nicht wichtig. Wir sind wichtig für die Zeit danach und da freuen wir uns schon ganz doll drauf. Und jetzt sind wir uns unserer Bedeutung nochmal ganz anders bewusst geworden. Und von daher, ja, hat Corona an der einen Stelle auch tatsächlich ein bisschen was Positives. So ein Besinnen auf die Werte. Das finde ich toll. Bleibt denn etwas von, ja, sagen wir mal, von Werten, selbstverständlich, aber bleibt denn etwas von Abläufen, die Sie jetzt dank Corona anders machen mussten? Glauben Sie, nehmen Sie da was mit und was Sie auch in Zukunft nach der Corona-Zeit, wenn es wieder in den neuen Alltag geht, glauben Sie, dass Sie etwas beibehalten an Abläufen, zum Thema Videokonferenz als Beispiel statt eines persönlichen Meetings? Können Sie da schon Erfahrungen sammeln oder sich Gedanken machen? Also wir nehmen Erfahrungen mit, die wir so schnell sonst nicht gesammelt hätten. Wir sehen, dass Videokonferenzen funktionieren, aber nie das Persönliche ersetzen. Also für mich ist das so ein Punkt, wo wir es jetzt wirklich mal geprobt haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in Zukunft zwar auch mal Videokonferenzen machen und nicht nur immer telefonieren, sondern sich auch mal sehen. Vor allen Dingen, wenn es so um Verbände geht, um den Austausch mit Kollegen irgendwo anders in Deutschland. Das ist eigentlich einfach, das geht. Wir sehen auch, dass digital sehr helfen kann bei Ticketing, beim Management von Abläufen. Da kann man viel von lernen und viel besser machen. Und trotzdem, glaube ich, die Sehnsucht nach dem Persönlichen, sich auch mal irgendwie in den Arm nehmen oder sich wenigstens die Hand geben irgendwie. Ich glaube, das ist jetzt nochmal klar geworden. Und von daher hoffe ich, dass wir das Gute mitnehmen und das Schlechte aber eben nicht an der Stelle. Also, dass wir wieder zu so einer netten Zwischenmenschlichkeit kommen. Das haben Sie ganz toll gesagt. Vielleicht schauen wir es ja mal gemeinsam, fällt mir gerade ein, im Rahmen von unseres Magazins Statements, da vielleicht einen kleinen Abend rauszumachen und wir berichten gemeinsam unsere Erfahrungen über die Corona-Zeit. Stehe ich gerne für zur Verfügung. Also wie gesagt, das ist gerade eine ganz, ganz spannende Erfahrung. Also das soll jetzt natürlich auch das ganze wirtschaftliche Ausmaß und das Leiden vieler Selbstständiger nicht irgendwie in Abrede stellen. Da kämpfen wirklich viele noch nach wie vor um ihre Existenz und das ist noch lange nicht vorbei, gerade jetzt in dieser Öffnungsphase. Also da ist noch lange nicht Entwarnung. Aber wie gesagt, es hat immer so mehrere Seiten. Das ist wichtig, auch mal zu sich anzuschauen. In jedem Fall. Ich fand, das waren hervorragende Schlussworte. Ich bin sehr begeistert über die Art und Weise, wie Sie diese Phase
aus Sicht der Bielefeld Marketing GmbH und ihres Teams dargestellt haben und bin sehr, sehr froh und dankbar, dass wir uns heute zu dem Gespräch zusammenfinden konnten. Ja, und mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht. Schön, Sie auch irgendwie in diesem Fall wieder zu sehen. Hoffentlich beim nächsten Mal physisch und nicht per Online, aber das kriegen wir auch noch hin. Vielen Dank, Herr Serakow. In jedem Fall.